Da muss man sich. Hallo. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen, ne? Mit der Maske und. Ach nee, zum Wohl. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen: Corona hin, Corona her. So langsam tue ich mich dran gewöhnen, ne? Also, wir haben hier mein Homeoffice. Ist ja eigentlich wie früher. Früher habe ich mich mehr als Heimwerker bezeichnet, ne? Aber. Ja, nee, und das Bier ist auch noch nicht knapp geworden, ne? Also, der Güte mit dem Hamstern hier. Wobei, das mit die Hamsterkäufe, das war natürlich auch doof, ne, die Leute. Hä? Also auch schon Hamsterkäufe rein aus Tierschutzgründen. Was machen die denn jetzt mit den ganzen kleinen Hamster, hä? Die sie gekauft haben? Ist doch nicht dran an die kleinen Viecher. Hätten sie sich lieber Klopapier kaufen sollen. Das hält ewig. Ne? Oder Nudeln halten sich auch, aber. Hamster. Nee, die brauchen doch dauernd was zu fressen, ne? Und da tun die Kacken. Nee, ach. Übrigens die Franzosen, ne? Die Franzosen haben keine Hamster gekauft. Die Franzosen haben sich eingedeckt mit Rotwein und Kondome. Ja, das ist. Die Russen mit Wodka und Papyrus. Die Amis, die haben sich ja vorsichtshalber schon auf dem Friedhof einen Platz besorgt. Ne? Ja. Mensch, bei den Amis ist das schlimm. Eieieiei. Der Trump führt sich auch so oft, ich weiß auch nicht, wie wenn er der Kaiser von der Corona sein täte. Dabei hat Tempel vielleicht auch bloß der Virus ins. Ja, naja, erwischt. Nee. Aber das ist mit dem Trump. Die haben dann. Na gut, das kannst du den Amis vielleicht nehmen. Die haben ja versucht, den Trump noch rechtzeitig loszuwerden. Ja, mit der Amtsenthebung. Aber es hat eben nicht geklappt. Nur wobei, ich verstehe die Amis überhaupt nicht. Die hatten so eine schöne Methode entwickelt, wie sie ihre Präsidenten loswerden. Ne? Ja, wenn ich da mal an ja, John F. Kennedy erinnern darf, ne? Puff, bang, weg war er. Das war eine ordentliche Amtsenthebung. Nee, bei dem Trump, da haben sie. Ach, das weiß ich nicht, das ist nicht. Nur die Engländer, ne? Die Engländer, die. Ich weiß gar nicht, machen die eigentlich den Brexit, ne? Ja, ich glaube, ne? Ja, der Johnson, der ist ja wieder gesund geworden. Schade. Naja. Nee, aber ich weiß auch nicht, so ganz sind die Engländer aus der EU noch nicht draußen. Also ich habe gestern oder vorgestern erst wieder den Ross Anthony im Fernsehen gesehen. Ne? Also eigentlich, wenn die rausgehen, müssten sie den mitnehmen. Sorgen mache ich mir ja ein bisschen um die Greta. Ne? Ja, die Schulschwänzerin aus Schweden, ne, die, von der reden ja gar keiner mehr, noch von der Greta. Thunberg. Die Mutter Teresa der Umwelt. Nee, was ist Mutter Teresa, das Mädel? Vielleicht eher die Jungfrau von Orleans, beziehungsweise nicht Orleans, also die Jungfrau von Stockholm. Ja, das. Nee, aber die Greta ist da wäre auch ein bisschen wie Corona, ne? Die hat auch die halbe Welt infiziert. Die Greta, die hatten sie ja sogar hier beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos. In der Schweiz, in Davos, beim Weltwirtschaftsgipfel, wo die reichsten der Reichen da waren, hatten sie die Greta sogar eingeladen, ne? Also in Davos. Davos, das ist da, wo es besonders teuer ist. Ne? Ja, da war die Greta mit dabei. Ne? Naja, es ist, ja, man muss auch eben sagen, ne? Die Greta ist ja für die Umwelt. Also Corona auch. Also so wenig CO2-Ausstoß, wie wir in den letzten Wochen hatten in der Welt. Ne? Also die Umwelt erholt sich ja regelrecht. Ne? Naja. Nee, Corona, man kann sich wirklich dran gewöhnen. Und warum jetzt die Friseure wieder aufmachen dürfen, das ist natürlich zu früh. Friseure, wer braucht Friseure, hä? nee, das ist. Mein Schwager, der ist bei so einer Firma, der macht Hausmeisterdienste. Die dürfen
auch wieder arbeiten, wobei da hat jetzt gar nicht mehr so viel zu tun. Ne? Na, weil die Leute, die hocken ja alle in ihrer Wohnung und gehen nicht raus. Ne? Da, ja, da hat auch nicht so viel zu tun. Das. Auch die Klos auf der Autobahnparkplätze. Picobello, ne? Da kannst du jetzt vom Fußboden essen, so, weil im keiner mehr unterwegs ist. Ne? Die Sauberkeit einwandfrei. Ja. Und die Staus auf der Autobahn halten sich auch in Grenzen. Ja, jetzt wieder kurz vor Dresden, ja, da haben sie nur ein paar Autobahnbaustellen. Naja, da gibt es eben noch ein bisschen Stau, aber ansonsten nur. Und die Fahrradfahrer, die haben sozusagen Narrenfreiheit. Die, ja, es ist. Nee, also wissen Sie, die Welt ohne Leute ist der Welt nicht schlecht. Da kennt man sich dran gewöhnen. Wenn die alle bloß daheim hocken. Ach übrigens, dass der Mundschutz jetzt Pflicht ist. Also ich habe mich schon drauf eingestellt. Ne? Das ist auch nicht schlecht. Nur wenn du den Mundschutz aufhast, da kannst du den Leuten, da kannst du den Leuten die Zunge rausstrecken und die sehen das gar nicht. Ne? Sie haben das jetzt gar nicht gesehen. Ne? Das, ja, das ist auch günstig. Ne? Na, bloß anspucken, wenn du jemanden anspucken willst, das ist natürlich dann doof. Ne? Ah, nee. Aber das ist ja hier so ganz einfacher gekauft, der Mundschutz. Aber ich bin ja für alle Fälle auch vorbereitet. Der ist ja mal irgendwann nicht mehr verwendbar. Nur meine Güte, hat mir schon einen Mundschutz selber gebastelt, einen haltbaren. Also, was heißt zwei? Zwei Stück Mundschütze, hat seinen alten BH von sich hat sie verwendet. Ne? Also in der Mitte durchgeschnitten und jedes Körbchen noch so hier vor. Ne? Das ist also, das ist dann aber leider, es ist nicht bloß ein Mundschutz geworden, es ist auch noch ein Ohrenschützer geworden. Und wenn ich das eben aufhab von meiner Elfriede, da sehen du da überhaupt nicht mehr. Ne? Ja. Ist eben nur meine Gutste, die hat BH-Größe XXL. Ne? Aber ansonsten, setzen Sie die Maske auf, wir werden es schon überstehen. Gute Gesundheit. Tschüss.